Hallo meine lieben Aktienfreunde, heute geht es um nichts anderes als die beste Dividendenstrategie der Welt, jawohl. Und Anlass seid ihr, beziehungsweise eure Kritik. Ihr kritisiert nämlich oft und gerne das Starterdepot, jawohl, auf den verschiedenen sozialen Kanälen. Und da heißt es dann oft, wie kann man überhaupt in Dividenden investieren. Und tatsächlich, viele Dividendenstrategien sind Underperformer und das werden wir uns auch angucken. Und ich werde euch zeigen, wie ihr eine Dividendenstrategie auswählen könnt, mit der ihr eine zufriedenstellende Gesamtrendite, also nicht nur Dividenden und nicht nur drauf gucken, dass die Dividenden sicher sind, sondern wirklich eine stellvertretende Gesamtrendite erzielen könnt. Ich werde noch auf ein paar andere Kritikpunkte eingehen. Auf jeden Fall auf einen, der auch immer kommt, ja, wie schlägt sich denn das Starterdepot im Vergleich zum MSCI World? Das möchte ich auch nochmal sagen, über Sinn und Unsinn dieser Frage. Mein Name ist Thorsten Tiet, ich betreibe die Seite Aktienfinder.net. Unter anderem habe ich auch hier das Starterdepot ins Leben gerufen, vor über 2 Jahren. Hat schon für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Viele von euch, gehe ich jetzt mal davon aus, haben sich inspirieren lassen. Der eine oder andere bildet es 1:1 nach, wieder andere haben sich davon inspirieren lassen. Und dann angefangen, Aktien zu besparen, sind aber mehr oder weniger dann stark davon abgewichen. Dann fangen wir mal an. Und zwar, das Erste ist an der Kritik, ja, wie kann man nur in Dividenden investieren? Dann gibt es auch so die Klassiker wie, ja, da gibt man ja eine Steuerstundung auf, beziehungsweise wenn die Dividende bei mir ankommt, ist es ja nur netto vom Brutto, so ähnlich wie bei deinem Gehalt auch. Und es ist unvorteilhaft. Wäre doch viel besser, wenn das Unternehmen die Gewinne behält, reinvestiert oder wenigstens Aktien davon zurückkauft, um dein Stück vom Kuchen größer zu machen, der dir pro Aktie zusteht. Ja, tatsächlich, Abgeltungssteuer gibt's, wobei ich behaupte, dass viele von euch für die Abgeltungssteuer ist gar nicht relevant, insbesondere dann, wenn du erstmal anfängst zu besparen, Aktien zu besparen, dir ein Depot aufzubauen, da gibt's ja diesen Sparerpauschbetrag, der dank der FDP vielleicht von 801 auf 1.000 Euro angehoben wird. Toi, 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 wünsche ich der FDP viel Glück an der Stelle bei den Koalitionsverhandlungen. Jedenfalls am Anfang dauert es eine Weile, bis du auf 800 Euro Dividenden im Jahr kommst. Später dann ist es durchaus ein valides Argument. Wobei, das werde ich noch relativieren, wenn ich dran denke. Jedenfalls, das Hauptargument gegen Dividenden ist eigentlich, Dividendenaktien sind lahme Krücken. Und tatsächlich, da ist was dran in der Praxis. Viele Dividendenstrategien sind lahme Krücken. Ich zeige euch mal hier in Portfolio Performance. Da habe ich hier das Starterdepot drin. Und ich mache ja dann auch einen Vergleich bezüglich der Performance des Starterdepots mit Benchmarks, in erster Linie Indizes bzw. ETFs, kannst du nicht direkt in Index investieren, also ist ein ETF ein sinnvollerer Benchmark. Und was ich jetzt erstmal zeigen möchte, hier ist das Starterdepot noch gar nicht drin, das ist die Performance des unterschiedlicher ETFs und Indizes. Hier oben, je höher, desto höher die Rendite, beziehungsweise der interne Zinsfuß, das für uns relevante Maß, um den Erfolg zu messen, dann haben wir hier noch das Risiko, aber jetzt soll es in erster Linie mal hier um die Rendite gehen. Ganz oben ist der Nasdaq 100, da gibt es auch Dividendenzahler drunter, richtig. Aber viele Nicht-Dividendenzahler auch. Und dann haben wir hier den MSCI World, jawohl, den Benchmark der Benchmarks überhaupt, wo sich dann immer die Leute fragen, soll ich überhaupt in Aktien investieren, wenn ich doch den MSCI World nicht schlage oder wo du dich immer damit rechnen musst, wenn du irgendwie sagst, ich investiere in Aktien, dann kriegst du immer die Frage um die Ohren gehauen. Ja, schlägst du denn den MSCI World oder bist du deppert und verschwendest einfach nur deine wertvolle Lebenszeit? Und das ist ja auch eine Frage, schlägt das Starterdepot den MSCI World? Kommen wir noch drauf. Jetzt ist aber erstmal, was gibt es denn so für Dividendenstrategien und schlagen diese Dividendenstrategien, beziehungsweise wie schneiden diese Dividendenstrategien im Vergleich zum MSCI World ab? Und hier habe ich ganz viele hier unten Benchmarks reingeholt. Und das sind Benchmarks bzw. ETFs oder Dividenden-ETFs, iShares Core Dividend Growth, der wäre hier übrigens. Dann hätten wir hier einen iShares Stocks Global Select Dividend 100 UCITS ETF, alles sehr kurze, prägnante Namen. Der wäre da unten und dann hätten wir noch einen Dividenden-Aristokraten ETF, der wäre ganz da unten. Ja?
Und wenn wir jetzt, ja, wenn wir mal gucken, wir haben hier einen internen Zinsfuß. Das Ganze ist seit dem 1.7.2019. Seitdem geht es. Warum erst seit dem 1.7.2019? Weil das Stotterdepot, und da werden wir auch die Performance auch noch sehen, aufgelegt wurde sozusagen, geboren wurde am 1.7.2019. Deshalb habe ich es gerade so drinnen gelassen hier. Aber was ich zeige, ist symptomatisch. Und man wird auch anhand der Argumentation verstehen, warum es so ist, beziehungsweise sein muss. Wir haben jetzt hier einen internen Zinsfuß von 19,6% beim MSCI World. Und was wir hier haben, ist ein relativ gut laufender, in Anführungszeichen, Dividenden-ETF. Ja, auf jeden Fall im Vergleich zu den anderen beiden. Und der liegt aber schon deutlich drunter mit 14,3, ja, im Vergleich zu knapp 20. Und das ist übrigens der DAX. Und dann haben wir hier eben die anderen Dividenden-ETFs. Hier Dividenden-Aristokraten, interner Zinsfuß sogar negativ. Glückwunsch an der Stelle. Und dann hier haben wir einen, der ist leicht positiv, 1,8. Bei dem iShares Stocks Global Select Dividend 100. Also deutliche Underperformer, die beiden. Und bei diesem Growth geht es noch halbwegs. Und ich habe mir jetzt einmal einen vorgenommen hier. Und wir werden jetzt gucken, warum das Underperformer sind und warum es einfach nur logisch ist, dass die underperformen. Und das gucken wir uns jetzt mal am Beispiel von diesem iShares Stocks Global Select Dividend 100 an. Und ihr wisst ja, man kann die angucken. Hier ist er, da gibt es Informationsblättchen, Kidsblatt und so weiter. EU sei Dank, das gab es aber auch schon, bevor es die Kids gab. Nur dürfen jetzt nämlich nicht mehr in alle ETFs investieren. Also ein Pferdefuß dann der Sache, also Bärendienst. Naja, okay, also erstmal, worum geht es hier bei diesem Global Select Dividend 100? Und es geht darum, in 100 Dividendenaktien zu investieren mit der höchsten Dividendenrendite bei Dividend Yield und dann gewichtet nach Regionen, nach unterschiedlichen Stocks, also das sind Indizes wie S&P 500, S&P ist ja auch ein Indexanbieter, Stocks ist auch ein Indexanbieter, also Nordamerika 30, dann 30 aus Asien und 30 aus Europa, 40 aus Nordamerika und nochmal 30 aus Asien. Dividendenaktien mit hoher Dividendenrendite. Und dann gibt es aber noch so Qualitätskriterien, die dahinter sind, dass in 4 von 5 Kalenderjahren Dividenden bezahlt werden mussten, dass es über die letzten 5 Jahre eine positive Dividendenwachstumsrate gegeben hat. Dann haben wir noch eine Ausschüttungsquote von 60%, die nicht überschritten werden darf, beziehungsweise 80%. In Asien, da hatten sie offensichtlich Probleme, genug gute Dividendenzahler zu finden oder attraktive, die die 60%-Schwelle erreichen, da haben sie mal hochgeschoben. Naja, und dann gibt es halt noch ein paar andere Sachen, die sind jetzt aber für uns nicht so wichtig, wie dass der Hauptwert, der da reinfließen kann in so einen Index auf 10% gedeckelt wird und so weiter. Das interessiert uns jetzt nicht so. Was uns interessiert, sind hier die eigentlichen Kriterien. Wir haben gesehen, es sind Dividendenkriterien. Also Ausschüttungsquote wird berücksichtigt, es wird die Konsistenz berücksichtigt, der Ausschüttung, dass mindestens 4-mal ausgeschüttet werden muss in den letzten 5 Jahren, dass wir positives Dividendenwachstum hatten in den letzten 5 Jahren. Also da gibt es schon Qualitätskriterien. Und trotzdem schneidet der ETF also sehr, sehr schlecht ab. Und es ist für mich keine Überraschung, wenn man mal reinschaut, und hier sind wir immer noch beim gleichen ETF, in was da eigentlich rauskommt, in was der investiert. Und dann sieht man das hier. Und dann liest man so Unternehmen wie GlaxoSmithKline, Rio Tinto, SSE, PLC, weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Und wenn wir das jetzt mal im Aktienfinder angucken, was das so für Aktien sind und was die da so fundamental für einen Eindruck hinterlassen, dann sieht er eher ja, durchwachsen aus. Also gehen wir jetzt mal hier in GlaxoSmithKline, das war die Nummer 1. Da muss man einfach nur hier reinschauen und sich einfach nur mal ohne groß Kennzahlen anzugucken, können wir uns auch gleich ganz kurz machen. Man sieht halt hier seit 1999 die Gewinnentwicklung, machen wir es mal weg. Und dann siehst du, es ist im Prinzip ein Seitwärtslaufen. Und was soll man groß erwarten von einer Aktie, deren Gewinne die meiste Zeit im Prinzip seitwärts laufen, ja auch ein Seitwärtslauf des Aktienkurses. Und das ist natürlich dann die Rendite, die ist dann auch entsprechend eher niedrig im Zeitverlauf. Hast du irgendwo hier gekauft und dann bis heute, dann sieht man halt, dass man da keinen
Überperformer hat oder kein Outperformer mit 3,7% jetzt bei dem willkürlichen Zeitraum hier gewählt, Performance aufs Jahr. Guckt man sich dann die anderen Aktien an, ja, vorgegriffen, hier Rio Tinto zum Beispiel, ja, ist ein Zykliker, das sieht man ja dann auch, habe ich auch vor kurzem ein Video gedreht über Rohstoffaktien, da kam auch Rio Tinto vor und dann guckt man sich das Ganze hier an, das sieht man auch hier. Das geht mal hoch, mal runter. Jetzt sind wir gerade in einer außergewöhnlichen Hochphase, aber es wird jetzt auch dann wieder rund nach unten gehen. Und auch da sieht man dann halt eben im Prinzip so ein Seitwärtslaufen. Der Aktienkurs hat jetzt nach unten gehen, das Gewinn schon vorweggenommen. Passiert ist ja meistens so der Fall. Der Markt nimmt die Erwartungen vorweg und der Aktienkurs zeigt halt, was der Markt erwartet. Haben wir halt ja auch einen Seitwärtsläufer. Und da könnte man jetzt einfach quasi so weitermachen. Da kommt das SSE, PLC. Also wir haben ja einmal Healthcare gehabt, also Gesundheit. Dann haben wir hier Rohstoffe. Jetzt haben wir hier Versorger, also es gibt viele Versorger. Rohstoffe gibt es auch viele. Hier haben wir auch Versorger, hier nochmal Rohstoffe. Dann haben wir hier auch noch viele Konsumgüterhersteller natürlich drin. Also so die ganzen Klassiker eben, was Dividendenaktien so hergeben. Wenn man sich jetzt noch SSE anguckt als letztes Beispiel, SSE beispielsweise, PLC. Ja, hier sind sie. Und dann siehst du hier im Qualitätscheck halt so ein ähnliches Bild. Ja, also es ist kein wirklich klarer Aufwärtstrend erkennbar. Hier ist mal außerordentlich irgendwas passiert, dann Gewinn nach oben getrieben. Aber keine Sorge, er soll wieder fallen. Ja, so ungefähr. Und man sieht es dann auch hier anhand der Kennzahlen, die Stabilität des Gewinns, dann halt noch nur 0,41 bei Rio Tinto und GlaxoSmithKline. Ist dann auch entsprechend klein, wahrscheinlich hier 0,61, ein bisschen besser, aber erst ab 0,8, sage ich, fange Qualitätsaktien an. Was hatten wir noch gehabt? GlaxoSmithKline wäre dann sogar nur bei 0,04. Und wenn du halt in solche Aktien investierst und nichts anderes macht ja im Großen und Ganzen dieser ETF hier, dann ist es halt nicht verwunderlich, wenn die Gesamtrendite halt eher bescheiden ausfällt. Kann jetzt sein, dass, weil es ein relativ kurzer Zeitraum ist, es auch ein sehr schlechter, einen sehr ungünstigen Zeitpunkt erwischt habe für den Fonds. Aber vom Prinzip her tut sich nichts. Also der wird meines Erachtens niemals die Performance oder das Potenzial haben, zum Beispiel den MSCI World zu schlagen, langfristig von der Performance. Bei den Dividendenaristokraten sieht man ja hier, wird es auch so ähnlich sein. Und der hier läuft schon besser, weil es halt Dividend Growth ist. Hier sind wohl andere Kriterien am Werk. Ich habe es mir jetzt nicht angeschaut. Habe ich mir das angeschaut? Nö, ne? Nee, das ist der MSCI World, mit dem ich was anderes sagen. Aber brauchen wir auch gar nicht, weil wir haben ja jetzt noch eine andere Dividendenstrategie, nämlich unsere. Und da blende ich das jetzt ganz mal ein, wie das Starterdepot sich da schlägt. So, Benchmark hinzufügen. Jetzt kann ich hier Starterdepot, hätte ich jetzt gedacht. Nö. Müsste aber trotzdem irgendwo drin sein. Moment. Datenreihe hinzufügen. Habe ich Datenreihe oder? Okay, ich probiere es mal mit der Datenreihe. Also ich mache das nicht jeden Tag. So, Starter. Starter Depot. Ja, hier ist es schon. Und da ist es jetzt erschienen. Also grün. Und man sieht jetzt, dass er nicht nur deutlich besser ab, dass wir mit unserer Dividendenstrategie nicht nur deutlich besser abschneiden, wie hier die Dividendenaristokraten oder den ETF, den wir uns gerade angeschaut haben, oder auch Dividend Growth, sondern momentan ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem MSCI World tatsächlich. Ab und zu liegen wir drüber, ab und zu liegen wir drunter, jetzt liegen wir wieder leicht drüber, ja, mit einem internen Zinsfuß von 20,3 und MSCI World ist halt 19,6. Nächsten Monat kann es wieder ein bisschen anders sein. Worum es jetzt aber eigentlich geht, ist, wir haben hier jetzt eine Dividendenstrategie und unsere Dividendenstrategie performt die anderen Dividendenstrategien hier von den ETFs, die wir gesehen haben, ganz deutlich aus. Und ist es Zufall, beziehungsweise woran liegt es? Also Zufall, na, ist es nicht. Woran liegt es? Wir haben halt hier im Starterdepot nicht nur Kriterien bezüglich der Dividendenauswahl, wie es jetzt beispielsweise hier gewesen ist, was ich jetzt hier so kurz vorgelesen hatte, wo es so um Dividendenfixierung ging, also beziehungsweise dividendenorientierte Kennzahlen mehr oder weniger ausschließlich, aber so mal noch die ganz leichten Gewinn eingeträufelt über die Ausschüttungsquote, sondern wir gehen hier tatsächlich hin und sagen sozusagen,
Earnings-First-Ansatz, wenn man so will. Also wir suchen erstmal Qualitätsaktien und die ermitteln wir halt, indem wir schauen, welche Unternehmen ihre Gewinne langfristig steigern. Und dann sieht es halt ganz anders aus. Also wenn ich jetzt, nee, ich mache es nochmal ein bisschen kleiner, von oben nach unten einfach hier durchgehe, dann sieht man halt, dass es viel besser aussieht, das langfristige Gewinnwachstum. Adidas, Corona lässt grüßen, aber auch hier Amazon, Ausnahme, wir haben eine einzige Aktie drin, die keine Dividende ausschüttet, haben wir absichtlich gemacht, war kein Fehler, ist Amazon. Dann haben wir hier American Tower, Apple und so weiter, Cisco Systems, Diageo, und man sieht halt überall, dass die Gewinnentwicklung halt positiv verläuft. Corona lässt hier auch nochmal grüßen, aber im Prinzip verläuft sie halt überall positiv. Und das ist halt der Unterschied. Wir konzentrieren uns erstmal auf die Gewinne und holen uns dann die Dividendenzahler rein, die ihre Unternehmensgewinne langfristig steigern. Und wenn man halt das macht, dann hat man halt eine höhere Renditeerwartung. Einmal ein höheres Dividendenwachstum. Wir haben ja hier den gleichen Anspruch übrigens ja auch wie dieser ETF hier mit Dividend Growth. Auch hier machen wir Dividendenwachstum, aber unsere Dividend Growth Strategie scheint halt auch noch besser zu performen als die von dem iShares Core Dividend Growth ETF. Und das ist halt meines Erachtens dem Umstand geschuldet, dass wir noch mehr auf die Gewinnentwicklung schauen, als es dieser andere ETF macht. Und die Früchte sieht man dann halt in Form einer höheren Rendite. Und was jetzt auch nochmal bezüglich dem MSCI World zu sagen gibt, weil es immer wieder lese ich das, wenn wir das monatliche Update machen und sagen, okay, wir waren jetzt relativ erfolgreich, sind jetzt so und so viel im Plus. Jetzt siehst du ja hier alles, also täglich aktualisiert, stündlich aktualisiert sogar. Siehst du hier unsere 20 Aktien, ich werde dir das auch verlinken, in die wir investieren. Jetzt haben wir hier Marktwert schon fast von 17.500 Euro und davon fast 3.200 Euro Kursgewinne. Und dann haben wir auch schon hier Dividenden, die auch nochmal oben drauf kommen. Und wir sind mit den meisten Aktien im Plus, mit zwei vielleicht Positionen sind wir im Minus. Ändert sich immer mal wieder ein bisschen, müssen wir jetzt gerade mal gucken. Also mit zwei Positionen sind wir nur einstellig, im mittleren einstelligen Bereich im Minus. Und da sind aber schon Dividenden fällig geworden, die das Minus dann auch schon wieder stark kompensieren. Alles andere hier ist im Plus und wir haben hier, kann ich auch nochmal sagen, eine sehr niedrige Volatilität, also deutlich niedriger wie alle anderen ETFs bzw. Indizes hier insgesamt. Das ist auch ein Qualitätsmerkmal und niedrige Volatilität suchen wir ja auch hier und bei den Entwicklungen auch fundamental, zum Beispiel vom Gewinn. Klappt nicht immer für jede einzelne Aktie. Fresenius hat ja auch Federn gelassen. Das ist jetzt nicht unser Prädikatsbeispiel hier. Aber in Summe übersetzt sich eine Stabilität bei der Gewinnentwicklung auch in eine niedrige Volatilität, weil es halt weniger böse Überraschungen auch gibt. Genau. Alles Qualitätskriterien. Und der MSCI World, den wir jetzt gerade momentan wieder geschlagen haben, wie gesagt, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und da möchte ich auch noch was zu sagen, und zwar ist der MSCI World, ich möchte mal die Frage stellen, ist der MSCI World überhaupt ein valider Benchmark? Meines Erachtens hinkt der Vergleich. Warum hinkt der Vergleich? Weil der MSCI World keine Dividendenstrategie ist. Das sind also sehr viele Aktien drin und auch entscheidende Performance-Träger im MSCI World, die keine Dividende ausschütten. Ja, okay, wir haben auch Amazon hier, aber das ist die Ausnahme. Ja. Und nur Amazon, es ist nicht so, dass Amazon jetzt alles rausreißen würde. Also wenn die anderen 19 Aktien nicht performen würden, dann könnte Amazon auch nichts mehr retten. Also, zurück zum MSCI World. Hier ist der MSCI World. Das ist jetzt ein ETF nur, aber der bildet ja den MSCI World ab. Und hier kann man schön sehen, über 10 Komponenten auch hinaus, was die Zutaten des MSCI World sind. Und wenn ihr einfach anschaut, dann gibt es hier relativ viele Aktien, die gut performt haben, die aber keine Dividende ausschütten und die halt im Vergleich mit einer Dividendenstrategie als unfair erscheinen lassen. Also Tesla, dann hier Alphabet zweimal, dann hier Facebook zum Beispiel. Wenn man weiter scrollen würde, dann kämen dann zum Beispiel noch Netflix und andere Aktien. Also halt relativ viele, relativ junge, tech-lastige Unternehmen oder technologielastige Unternehmen, die halt sehr gut performen und die halt nicht in Anführungszeichen in Frage kommen, wenn man eine Dividendenstrategie fährt. Und man muss halt, deshalb ist diese Frage mit, ja, wie performt denn jetzt das Standarddepot im Vergleich zu MSCI World eigentlich
nur beschränkt zulässig. Weil wir haben ja gesagt, wir wollen in Dividendenaktien investieren, wir wollen eine Dividendenstrategie fahren. Und dann muss man uns auch die Freiheit zugestehen, im Prinzip uns mit validen Benchmarks zu vergleichen. Und valide Benchmarks sind eigentlich andere Dividendenstrategien und nicht jetzt hier ein MSCI World. Der MSCI World ist dann immer so der Vergleich, wenn nach dem Motto, soll ich überhaupt in Aktien investieren? Eigentlich macht es mir nicht so richtig Spaß, aber ich würde meine Freizeit opfern, wenn ich dann halt dafür so und so viel Kohle zusätzlich kriegen würde an Rendite, was sowieso keine gute Einstellung ist. Aktien sollen einen Spaß machen. Wenn wir jetzt aber schon gesagt haben, wir machen eine Dividendenstrategie, wie gesagt, dann ist der MSCI World ein interessanter Vergleich, meinetwegen. Und es ist auch sozusagen ein Lob, wenn die deine Dividendenstrategie mit dem MSCI World mithalten kann, ist aber eigentlich kein valider Benchmark. Man sollte sich dann an anderen Dividendenstrategien orientieren, weil ich kann den Spieß ja auch mal umdrehen und sagen, was ist denn der Vorteil von der Dividendenstrategie? Der Vorteil von der Dividendenstrategie ist, dass alle Aktien Dividende zahlen und ich dadurch einen Cashflow kriege an Dividenden. Mann, ist das cool. Ich muss meine Aktien nicht verkaufen. Nicht eine einzige Aktie muss ich verkaufen. Ich kriege trotzdem Cash. Ansonsten müsste ich ja meine Aktien verkaufen und könnte nicht mehr von weiteren Kurssteigerungen profitieren, weil ich dann Teile von den Aktien verkauft habe, um an Cash zu kommen. Ja, das sind Dividenden. Deshalb sind Dividenden beliebt und absolut nachvollziehbar. Dass wir dann auf ein paar Aktien eventuell verzichten, die ja auch gut sind und weil sie halt keine Dividende ausschütten, das ist der Pferdefuß in der Sache. Dass man aber mischen kann, zu sagen, hey, okay, ich fahre eigentlich die Dividendenstrategie, aber da sind da noch schön ein, zwei Aktien drin, die zahlen jetzt keine oder noch keine Dividende, würde ich aber trotzdem mich an dem Unternehmen beteiligen, kannst du ja machen. Aber dann fährst du im Großen und Ganzen immer noch eine Dividendenstrategie. Das haben wir auch gemacht, indem wir halt beispielsweise in Amazon investiert haben, um zu zeigen, man kann auch über den Tellerrand mit einer Dividendenstrategie hinausschauen. Genau, und das ist eigentlich mal das Wesentliche, was ich sagen wollte. Also, das Starterdepot läuft super. Ich bin stolz drauf auf das Starterdepot. Guckt euch das Ganze gerne an. Wichtig ist immer zu verinnerlichen, Earnings quasi first, also erst kommt die Gewinnentwicklung, stabile steigende Gewinne, stabil steigende Cashflows und so weiter und dann die Dividende und die Dividendenkennzahlen, wie ihr die auch hier alle habt, hier im Filter, alles Dividendenkennzahlen, ganz viele, alles Dividendenkennzahlen im Aktienwert, was hier blau hinterlegt ist. Aber nicht nur ausschließlich Dividendenkennzahlen nehmen, weil sonst landet ihr bei einer Performance wie dem hier, diesem iShares Stocks Global Select Dividend 100, nämlich ansonsten werdet ihr underperformen. Das wünsche ich euch natürlich nicht. Dann noch ein kleiner Hinweis, und zwar, wir haben jetzt fast vergessen, wir machen ein Gewinnspiel. Und da kannst du Vollmitgliedschaft im Aktienfinder gewinnen. Ich zeige dir mal die Grafik und ich werde dann unten unter den Kommentar des Videos dann auch verlinken, wie du an dem Gewinnspiel hier teilnehmen kannst. Es gibt 10 Vollmitgliedschaften zu gewinnen. Dieses Bild hier gibt es mehrfach zu gewinnen. Das Börsenfieberbild als echtes Bild, ich glaube 3-mal und 7-mal auch als Poster. Also wir lassen uns da nicht lumpen, ja. Und der offizielle Anlass der Feierlichkeiten sind hier 30.000 Follower auf Insta. Juhu, juhu, juhu. Das heißt, wenn ihr da noch nicht seid, könnt ihr uns auch gerne folgen. Gut, das war mal wieder so ein bisschen das Bild gerade rücken. Und was ich mal so sagen wollte bezüglich den Kommentaren, Dividenden, wie kann man nur und wie schlägt eigentlich das Starterdepot, schlägt eigentlich das Starterdepot in der MSCI World? Ich hoffe, es ist ein bisschen so was hängen geblieben bezüglich der Verordnung. Danke fürs Zuschauen und wünsche bei deinen Investments alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.